eigenen schönen guten Tag. Jedes Jahr das gleiche Ritual. Wenn man zur Hanfparade kommt, riskiert man, kontrolliert zu werden. Steffen! Schaut die Polizei in die Taschen, ins Gepäck und manchmal auch den Ausweis an. Da steht Personalausweis drauf. Nun, unsere Personal, das nervt. Eigentlich Angestellte einer Hast du kein, Hat die kein Telefon? Warum heißt das nicht Personenausweis, sondern Personalausweis? Und das hat irgendwie Kann ich da mal ganz mit kurz dem generellen Politikstil zu tun. Denkst du immer noch? Magst du mal kurz aus dem Weg gehen? Man denke an Helmut Kohl, der sprach immer wir im Bonn und die Menschen draußen im Lande. So spricht ein Oligarch, aber doch nicht ein demokratisch gewählter Bundeskanzler. Und man denke an Kurt Beck. Wir machen Politik nahe am Menschen. Nein, Politik macht man mit Menschen und nicht nahe am Menschen. Aber die Politik, die argumentiert nicht gern wissenschaftlich. Als das Gesundheitsministerium von Frau Fischer Grüne geleitet wurde und Christa Nickel Strombeauftragte war, ebenfalls Grüne, hat das Gesundheitsministerium eine Drogen- und Suchtkommission berufen und die hat Empfehlungen ausgearbeitet für die Bundesregierung. In diesen Empfehlungen stand unter anderem, dass einige Paragraphen im Betäubungsmittelgesetz völlig überflüssig sind und ersatzlos gestrichen werden müssen. Der Nachfolgerin Ulla Schmidt im Gesundheitsministerium, SPD und Drogenbeauftragte, damals noch Mario Kaspersberg, gefiel das nicht. Dann haben die diesen Bericht kurzzeitig wieder aus dem Internet genommen, als nicht mehr lieferbar deklariert. Und damit die Leute das sich so merken, aus allem. Warte mal. Und dann haben sie alle Nummerierungen und Pressemeldungen herausgenommen, damit man nicht merkt, dass da welche fehlen. Informationsfreiheit seitens des Gesundheitsministeriums, Fehlanzeige. Oder ein Beispiel, letztes Jahr sei der Divinorum bei der Diskussion, es gab eine Anfrage von der Bundestagsfraktion der Grünen und die Bundesregierung sprach von Misstrauen einer Substanz, die weder ein BTM war, also kein Betäubungsmittel, nicht im Betäubungsmittelgesetz aufgelistet und auch kein Arzneimittel. Nun ist der Begriff Missbrauch ganz klar definiert von den Vereinten Nationen. Das heißt, wenn man eine verbotene Substanz gebraucht, das heißt in Deutschland, eine Substanz, die in Anlage 1 Betäubungsmittelgesetz ist, dann ist vom Missbrauch die Rede. Oder wenn man ein Medikament zu anderen Zwecken gebraucht als für die Gesundheit, oder wenn man eine Substanz braucht und das führt zu gesundheitlichen Schäden. Nun war aber die Begründung in der Antwort der Bundesregierung im Widerspruch zu diesen Angaben der Vereinten Nationen und auch die Begründung der Bundesdrogenbeauftragte Sabine Wetzi. Und damit man das sich so merkt, hat man auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, sprich TRACOM.de, den Begriff Missbrauch einfach aus dem Drogenlexikon herausgenommen
weil eben da Widersprüche auftauchen. In der Politik wünscht man offiziell keine seriöse Diskussion, sondern versucht, Informationen zu unterdrücken. Ey, den ganzen Tag im Bunker sind doch so viele Leute dazwischen, die mir wirklich helfen. Das wird deswegen, nicht gefallen. Wir wollen sofort losfahren, wir sind nicht halb fertig mit der Deko. Auch bei den Vereinten Nationen. So wie sie auf einer Vollversammlung vor 10 Jahren, eine Sondervollversammlung der Vereinten Nationen beschlossen wurde, nicht durchführbar ist. 1998 beschloss man den Anbau von Drogen, vor allem Mohn, Coca und Cannabis, deutlich zu dezimieren und hat dafür Milliarden ausgegeben. Nach 10 Jahren musste man feststellen, der Anbau stieg massiv an und die Politik musste als gescheitert erklärt werden. Deshalb hat die Vereinten Nationen, die Drogenkontrollbehörde mit dem Leiter Mario Antonio Costa für dieses Jahr in der Drogenpolitik das Jahr der Besinnung ausgerufen. Besinnung heißt reflektieren, was hat man richtig, was hat man falsch gemacht. Das heißt, die Politik evaluieren. Es gibt in Europa dafür ein internationales Bündnis von Nichtregierungsorganisationen, sogenannte Non-Government Organizations, und die sind zusammengeschlossen in der ECOD, eine europäische Koalition von Dutzenden von Nichtregierungsorganisationen aus allen Ländern der Europäischen Union wie der Schweiz und Liechtenstein. Die haben ein Programm aufgestellt und haben festgestellt, es ist zwar sehr löblich, dass in dieser Frühjahrssession des Drogen- und Suchtkontrollrates der Vereinten Nationen erstmalig das Problem Menschenrechte angesprochen wurde. Weil dieses Jahr ist auch für die Vereinten Nationen ein Jubiläumsjahr für die Menschenrechtskonvention. Und es war sehr schwierig, dass die Staaten nicht eine Totalblockade gemacht haben gegen die Aufnahme der Verpflichtung, auch in der Drogenverfolgung und Bekämpfung die Menschenrechte einzuhalten. Dies ist eine Forderung, die stellen wir nachdrücklich. Das gilt zum Beispiel auch Patienten, wo Ärzte und Professoren meinen, es sei das einzige Medikament, das ihnen noch helfen kann, nämlich Cannabis. Aber dieses Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Bundesopiumstelle, allen voran der Herr Schinkel, setzt alles daran, zu verhindern, dass diese Patienten ihre Medikamente kriegen. Und das ist eine menschenverachtende Politik, das ist nicht vereinbar mit der Würde der Menschen. Dagegen protestieren wir nachdrücklich. Die unbeabsichtigten Folgen der Prohibition sind erstmalig intensiv auch in der Drogen- und Suchtkommission der Vereinten Nationen diskutiert worden. Die Drogenkontrolle hat zu Nebeneffekten geführt und hat dazu geführt, dass es weltweit eine gut organisierten illegalen Schwarzmarkt gibt.
Ein Schwarzmarkt ist nicht kontrollierbar. Die Qualität der Produkte enthält nicht die Standards, die die Händler oft angeben. Das ist ein zusätzliches Risiko für die Konsumenten. Und Schadensminderung und Gesundheit hat Vorrang vor Kontrollmechanismen.